Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark mit nur 7 Gramm hier auf The Island. Und schaut mal da hinten. Da kommt. Oh, da auch! Da kommt ja auch ein Loot Drop. Oh, das ist meine Zeit gerade. Das ist meine Zeit gerade. Ich muss aufpassen. Hier links rum war, glaube ich, irgendein Kanu. War da ein Kanu unterwegs? Ich weiß gerade nicht, ob ich das verwechsel mit einem anderen Spielstand eventuell, aber ich meine, ich hätte da einen Kanu gesehen. Ich weiß, hier rechts rum geht's Richtung Sumpf, da komme ich nicht lang. Hier links rum geht's, aber da könnte auch die Stelle sein, wo der Kanu war. War da ein Kanu? War ich hier schon mal? Oh mein Gott, ich habe die anderen zwei Folgen bisher, habe ich gestern aufgenommen quasi. Und jetzt ist ein neuer Tag und ich bin vergesslich und bringe gern Dinge durcheinander. Deswegen weiß ich nicht, aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Und wir sind gleich beim Blutstreif, beim ersten. Von zweien, die hier sind. Zu dem anderen muss ich mich ein bisschen weiter vorkämpfen. Es könnte gefährlich werden unterwegs. Deswegen will ich erstmal den hier mitnehmen. Vielleicht kriege ich da ja irgendwas, was mir hilft. Währenddessen sammle ich ein paar Beeren. Ist gar nicht so schlecht, dass ich eine Fackel gefunden habe beim letzten Mal, weil es wird gleich wahrscheinlich irgendwann Nacht, ja? Wir haben 21 Uhr. Es wird gleich wahrscheinlich irgendwann Nacht und dann wird es dunkel. Und dann hätten wir sonst nichts mehr. Und ansonsten würde ich heute noch das Ziel so ein bisschen ins Auge fassen, Moshops sehen. Da hatten wir ja in den Kommentaren auch die ein oder andere Unterhaltung drüber, dass Moshops echt underrated sind. Und für so ein Projekt die idealen Starttiere. Können gut mitfarmen, so ein bisschen Schaden machen die schon. Ein bisschen was halten die auch aus, die können was tragen. Also nichts natürlich perfekt, aber von allem so ein bisschen. Und vor allem die versammeln auch so Fasern und so. Alle anderen Tiere, die Fasern sammeln, kriegt man nicht mal eben gerade so schnell, ne? Also. So, jetzt drückt mir die Daumen, dass da was richtig, richtig Cooles drin ist. Zeig dich! Rüstung! Oh mein Gott! Gut! Sorry, dass ich so laut war. Das ist richtig gut! Wir haben unsere erste Rüstung. Sehr gut! Zack, frieren wir nicht mehr. Und das sind so Sachen, ne? Ich hätte mich früher niemals... So vor diesen... Früher. Vor zwei Folgen. Hätte ich mich nie über eine Lederrüstung im Blut gefreut. Genauso wie ich mich das letzte Mal... Ja, okay, da habe ich mich nicht so richtig gefreut, ne? Über die Axt und die Spitzhacke. Aber eigentlich war das genau das, was man so am Anfang erstmal gebrauchen kann. War eigentlich schon genau richtig. Ist der grüne Lootstrahl jetzt weg? So schnell schon? Der war doch gleich auf mit dem anderen, oder nicht? Tatsache. Das ist jetzt sehr uncool, aber ich sehe da hinten schon wieder einen neuen. Da hinten sehe ich auch einen blauen. Ich weiß nicht, ab wann die blauen sind. Da wird es Level 25. Ich vermute aber, dass die frühestens mit Level 30 oder so kommen. Wenn überhaupt. Deswegen gehen wir auf jeden Fall erstmal zu dem grünen. Hätte das mal vorher nachgucken sollen, ne? Hätte das definitiv vorher nachgucken sollen, auf welchen Level die kommen. Aber egal, wir können es ja an dem Blutstrahl dann entsprechend sehen. Ich muss Ausdauer sparen eigentlich. Wenn irgendwas kommt, was mich angreift, muss ich ja rennen können. Aber ihr kennt mich, ich bin ungeduldig. Deswegen sprinte ich zwischendrin zumindest mal so kleine Stückchen des Weges. Oh mein Gott. Das ist ein Raptor. Mich, glaube ich, nicht gesehen hat. Er hat was anderes gesehen, oder? Problem ist, wenn da ein Raptor ist, können da auch mehrere Raptoren sein. Und merkt ihr, wie ich leiser werde, weil ich einen Raptor gesehen habe? Jetzt könnte er mich hören. Oh mein Gott, Troodons bei Nacht. Wann sind die Troodons? Wir laufen mal lieber darüber, ne? Da ist ein blauer Lootstrahl, da kann ich mal gucken, auf welchem Level der kommt. Da ist ein weißer da hinten noch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
muss auf den Stein. Nein, 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 nein! Nein! Ah! Nein! Nein, mein gutes Zeug! Ja, das war's. Scheiße! Nein! Nein! Oh Mann! Wenn der erwischt, doch erwischt mich. Eine Schlange jetzt auch noch. Nein! Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich spawne jetzt nicht da, wo ich ursprünglich immer gespawnt bin, sondern... Welches ist denn das? Ach nein! Geht ja schon gut los. Es ist so eine 2. Ich glaube, die ist das. So ein bisschen näher Richtung Roten Obelisken, weil ich glaube, da waren die Lootstrahlen. Ich habe ja ein bisschen Zeit, meinen Loot da hinten zu holen. Ja, ich bin hier direkt beim... Bin hier direkt beim blauen Loot rausgekommen. Ich glaube nur, wie gesagt, dass ich den noch nicht... Ein 20er Petri. Mein ganzes Zeug ist weg. Komm ich denn da am besten rüber? Ich gehe außen rum. Blauer Vogel, bleib weg. Ich habe nichts, was du mir klauen kannst. Nichts. Da hinten sind auch mehrere grüne Lootstrahlen. Das Problem ist, da ist halt auch böse Ecke, ne? Ich muss einen kleinen Umweg machen, weil ich will nicht so viel schwimmen. Wenn da die Piranhas sind, bin ich schon wieder ruckzuck tot. Aber ich habe mich gerade so über die Rüstungsteile gefreut, ne? Ich habe mich so über die Rüstungsteile gefreut. Ah. Ist kein Piranha? Das Perl, nee, das, was glitzert denn hier so? Das, ach, das soll der blaue Obelisk, die Spiegelung vom blauen Obelisken sein, okay. Okay. Ich glaube, den blauen kann ich eh noch nicht aufmachen, aber wir versuchen trotzdem da irgendwie hochzukommen. Dann sehen wir zumindest, ab wann das geht. Aber was wollen wir wetten, dass ich gerade oben bin und der geht weg? Und was wollen wir wetten? Mann, das geht ja gut los hier. Das geht ja schon richtig gut los. Ich habe echt gedacht, als ich den Lootstrahl aufgemacht habe und die Rüstung war drin, habe ich gesagt, ja, das wird eine richtig gute Folge. Eine richtig gute Folge. Ich habe den Raptor gesehen, da dachte ich, okay, es wird... Oh, da ist mein Loot. Oder gehe ich jetzt mit Absicht noch nicht hin? Dann habe ich gedacht, wird vielleicht schwierig, aber wir schaffen das. Und als ich diese gelben, leuchtenden Augen gesehen habe, da wusste ich, das war's, meine Freunde. An dieser Stelle hat uns schon mal ein Loot-Drop verarscht, der dann einfach vor uns weg war. Deswegen lass mich zumindest kurz das Level sehen. Falls ich noch nicht aufmachen kann. Vielleicht ist er auch Level 25 oder so. Das wäre natürlich ein Träumchen. Oh, ich kann's! Wie sinnlos soll der erste Sattel sein, den du findest? Ach ja. Ein Partybus-Sattel. Ein Diplodocus-Sattel. Ich meine, theoretisch. Ich meine, der macht halt keinen Schaden. Aber so als Lager. Ganz ernsthaft, ein Diplodocus-Sattel. Ach ja. Meine Ausdauer ist schon wieder voll. Ich vermute mal, dass die Viecher wahrscheinlich immer noch bei meinem Loot sind. Das heißt, ich muss nach Möglichkeit versuchen zu warten, eigentlich bis es Tag ist. Deswegen ist der andere grüne Loot, den ich da sehe. Ich glaube, der ist richtig im Sumpf. Ich
Vielleicht sind die auch schon weg, ne? Ein paar. Ich sehe die Augen ja hoffentlich leuchten. Wir versuchen es mal eben. Einmal zum... Ich kletter hier auf die Steinchen. Ich habe ein Dilo gehört. Das ist halb so schlimm. Ich sehe die Augen leuchten. Und krieg Hunger. Nein! Ja, das war mehr Glück als Verstand. Ich wollte eigentlich gerade nur da runterlaufen und Beeren sammeln. Ich glaube, ich mache mir mal eben eine Spitzhacke, damit ich gegen den Dilo im Zweifel ankomme. Das machen wir mal eben. Und dann müssen wir warten bis, weiß nicht, ab 4 Uhr oder so, wann die Trodons nicht mehr so gefährlich sind. Ich war gerade im Überlegen, ob ich zu dem Loot streichen gehe, aber ich glaube, das packe ich nicht. Ich laufe lieber da hinten zu dem Weißen. Gucke, was da drin ist. Weil im Sumpf bin ich. Da bin ich Schlangenfutter. Sehr sicher. Da bin ich schneller tot, als ich arg sagen kann. Da laufen wir lieber einmal nach da hinten. Guck mal, vielleicht finden wir ja auch Moorshops. Vielleicht finden wir ja auch Moorshops. Der Vorteil ist, hier in der Ecke kenne ich mich einigermaßen gut aus. Dadurch, dass ich hier in der Ecke... Eigentlich war ich hier in der Nähe nicht viel, wenn ich jetzt nochmal Ark gespielt habe. Aber ich habe ja zwischendrin mal so kleine Speedrun-Versuche gemacht. Speedrun-Einstellungen, die... alles andere als ein Speedrun waren, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber ich bin da immer hier in der Ecke gestartet. Und dadurch kenne ich die Ecke hier auch ein bisschen. Und ich glaube, auf The Island war ich gefühlt auch mehr unterwegs bisher als in der Stadt, in der ich aktuell wohne. Okay, ich bin gerade erst hergezogen. Das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Aber gucken. So, den Lootstrahl da hinten will ich. Aber ich habe keine Ausdauer, deswegen regenerieren wir mal. Ist das laut hier, das Wasser? Beziehungsweise der Wind. Zack. Das sind alles liebe Fischis. Die tun mir nichts. Das ist kein liebes Fischi. Nein! 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 Och Mann! Ist doch nicht dein Ernstspiel. Okay, aber wir sind hier. Jetzt überlege ich gerade, ich hatte jetzt in meinem Loot von gerade eben jetzt nichts Wichtiges, oder? Ich glaube nicht. Na toll, hier sind Knidarias. Da sind Knidarias. Na toll. Mal gucken, ob wir da trotzdem irgendwie rüberkommen. Ich glaube, ich gebe nochmal ein Level auf Ausdauer. Das ist glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann schwimmen wir diesmal hier rüber. Wir müssen eh da rechts hoch. Das war ein riesen Umweg, den ich vorhin gelaufen bin, aber... Ich dachte, das wäre sicherer. Mein Unterwasser ist... Oh, das ist ein Hai. Ist auch immer ein bisschen Risiko. Man hat es mit den Piranhas gesehen. Da ist noch einer. Aber ich bin nicht so da eingeschlagen. Das ist ein kleiner. Nein!
Das ist das Risiko, was ich meine, was du eingehst, wenn du durchs Wasser gehst. Ah. Ist man jetzt trotzdem nochmal hier? Was sagt der Todescount jetzt? Dreimal, ne? Ich habe keinen Stamm gemacht, das heißt, ich sehe es noch nicht. Ach doch, habe ich. Dreimal, ne? Ja. Ungünstig. Ungünstig. Aber ein Moschops. Was möchtest du? Eine Tintobeere. Nichts lieber als das, mein lieber Moschops. Nichts lieber als das. Ich hoffe, der will auch nur das. Ich hoffe, der will auch nur das. Ja! Ja, mein Moschops. Und da hinten neuen weißen Loot, den wir uns lieber holen. Sehr geil. Ich würde aber jetzt mal sagen, ich kann die Folge nicht so lang machen. Im Kompromiss, da es jeden Tag eine Folge aktuell gibt. Ich weiß nicht, ob ich das, also wie lange ich das durchhalte mit jeden Tag eine Folge, aber ich habe aktuell sehr viel Bock. Deswegen jeden Tag eine Folge. Und deswegen auch nicht so lang. Und deswegen machen wir jetzt hier einmal ein Folgenende und morgen geht's weiter. Wir gucken, was in diesem Lootstrahl ist. Und wir schauen vor allem auch, ob ich meinen Loot wieder kriege, ne? Es ist jetzt nach 4 Uhr, das heißt, die Trodon-Zeit ist bald vorbei. Ich bin gespannt. Wir sehen uns morgen wieder um 12 Uhr in der neuen Folge. Bis dahin, ciao, ciao.